Hallo zusammen. Wow, was soll ich sagen? Gestern habe ich gedacht, es ist kein Laufwetter, weil es regnet. Heute regnet es viel mehr. Nicht, dass ich laufen müsste unbedingt, weil jeden Tag laufen. Aber ich sag mal, solange ich da ja nichts habe, dass ich irgendwie Muskelkater oder sowas habe, kann man auch nicht sagen, ja, es ist jetzt eine Überanstrengung. Also jetzt auch mal ganz objektiv betrachtet. Ich laufe 3,75 Kilometer im Moment. Das ist nicht viel. Das kann man dem Körper schon zumuten. Andererseits, oh, naja, Schweinehund halt, ne? Ich denke, ich werde es aber trotzdem machen und ich freue mich jetzt schon auf die warme Dusche hinterher. Wow, Kackwetter. Wieder geschafft, 3,7 etwas Kilometer. Bin gerade ein bisschen am Auslaufen vom Haus. Und ja, der Regen ist heftig. Und was noch heftiger ist, die Bäche, die so am Rand vom Weg lang fließen, werden immer krasser. Ich wohne ja hier relativ gesehen auf dem Hügel. Das heißt, hier gibt es keinen Fluss. Hier gibt es, glaube ich, im höchsten Fall irgendeinen Bach. Aber ich denke, ich werde mal morgen, ja, ich denke, morgen werde ich mich mal aufmachen und werde mal irgendwo hinfahren, wo der Main ist, weil der dürfte sehr wahrscheinlich richtig Hochwasser haben. Und ja, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie sensationsgeil bin, sondern es ist einfach echtes Interesse, wie hoch der Main steht. Alle Leute, die irgendwie einen Keller voll haben oder sonst was, ey. Echt mein Mitgefühl. Ist kacke, was da im Moment am Wasser kommt. Seit Tagen Regen, Schneeschmelze, kommt alles wieder zusammen. Der Boden kann nichts mehr aufnehmen. Ja, so ist es. Scheiße. Ah, gut, ich werde jetzt duschen gehen. Also nicht, dass ich nicht schon nass wäre, aber schön warm duschen. Ja, wunderbar. Wieder frisch. Aber das gute Gefühl bleibt. Das ist schön. So, und jetzt kann ich natürlich mit diesem guten Gefühl direkt weiter powern. Nein, nicht powern, sondern ich werde jetzt einfach eine Waschmaschine anschmeißen, ein bisschen was in der Küche wegräumen, weil da stehen ja die Sachen vom Wirsing von gestern noch. Mein Sohn hat den gestern echt fast leer gefuttert, also dem hat es richtig geschmeckt. Naja, aber Topf und seine Schüsseln stehen halt noch da, ne? Es ist unheimlich schwierig, so die Sachen von der Anrichte in die Spülmaschine zu räumen. Aber naja, Hauptsache es hat ihm geschmeckt. Ja gut, und Wäsche muss halt gemacht werden. Ja, alles erledigt. Wäsche gemacht, Küche gemacht, was gegessen. Jetzt gehe ich zur Arbeit. Ja, ich nehme euch nicht mit, weil es pisst draußen wie blöde. Das heißt, wird es keine tollen Aufnahmen geben. Und auf der Arbeit, wie gehabt, werde ich nicht filmen. Aber ich komme heute Abend nochmal. Kurz online. Also nicht online. Was sage ich denn für einen Schwachsinn? Ich komme nicht online, sondern ich komme nochmal vor die Kamera. Weil erfahrungsgemäß nach der Spätschicht bleibe ich noch ein paar Momente auf und gucke mir vielleicht noch was an. Wir werden sehen. Alles Gute. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Feierabend hier, wenn es heißt: Juhu, ich hab's geschafft. Adrian. Ach nee, das war ein anderer Film. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause und prinzipiell muss ich sagen, Alltag ging relativ flott rum, war cool, aber man merkt total, dass ich eingerostet bin, was das Vloggen angeht, weil eigentlich habe ich gesagt, okay,
okay, ich komme jetzt heim, dann werde ich mich auf die Couch setzen, werde meinen Vlog noch zu Ende schneiden. Kann ich aber nicht, weil ich meine Tasche in der Firma vergessen habe. Sprich, da ist mein Laptop drin. Kann ich nicht schneiden. Das heißt, dieser Vlog wird definitiv auch nicht am nächsten Tag, also zwischen meinem, sagen wir jetzt mal, ersten Vlog und diesem Vlog ist mal mindestens ein Tag, weil kein MacBook. Kann ich schneiden. Naja, gut. Nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz ist die Wetterprognose für morgen, dass es sehr wahrscheinlich nicht so regnen soll. Und dann werde ich auf jeden Fall das machen, was ich gesagt habe. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo ans Wasser fahre. Wir werden sehen. Alles klar. Hau jetzt noch ein bisschen meinen Kopf gegen die Wand, weil wie blöd kann man denn sein und seinen Rechner vergessen, beziehungsweise seine ganze Tasche. Naja, egal. Wir sehen uns dann, ich traue mich nicht zu sagen morgen, weil wer weiß das schon. Wir sehen uns die Tage. Ciao!